Genau, was für Ihre Länder ist. Das beste Rezept ist einfach probieren lassen und dann selbst überzeugen lassen. Da braucht es auch nicht viel. Und alles passt. Und gibt es auch spezielle Rezepturen, jetzt für, weiß ich nicht, die Vereinigten Arabischen Emirate, scheuen die da ein bisschen Kurkuma drauf? Es gibt schon spezielle Präferenzen, also Asiaten mögen gerne dunkle Sachen, mögen keine hellen Marmeladen zum Beispiel, oder auch in arabischen Ländern haben wir spezielle Rezepturen mit allerlei Süßungsmitteln. Also wir gehen schon auf die Kundenwünsche ein und besprechen das natürlich auch mit den entsprechenden Partnern vor Ort, was denn so die Geschmacksrichtung ist und die Präferenz. Und Frau Feuer, wenn der Zoll dann mal buckt, dann machen wir einfach ein Glas auf und ja, sozusagen. Wir probieren auch tatsächlich auch neue verschiedene Sachen aus und sind auch sehr kreativ auch zu Hause. Und Frau Wirsching, so ein Wein mit Hagebuttennote wäre doch mal was, oder? Ja, mehr Hagebuttenmarmelade mit Weinnote. Na gut, aber schon was kreiert hier. Vielen herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg mit dem Hagebuttennote.